Manchmal kann eine Fernsehserie große Darstellerwechsel vornehmen, ohne allzu große Konsequenzen zu erleiden. Doch bei anderen ist das Glück nicht so groß. Diese großen Fernsehserien konnten sich einfach nicht von dem Verlust und dem Ersatz eines Hauptcharakters oder des Schauspielers, der ihn gespielt hat, erholen. Dallas hatte während seiner Ausstrahlung von 1978 bis 1971 seinen fairen Anteil an Charakterwechseln, wie es bei jeder Serie, die 14 Staffeln lang ausgestrahlt wird, unvermeidlich ist. Aber eine, die den Fans bis heute im Gedächtnis geblieben ist, ist die Rolle der Miss Ellie Ewing. Barbara Bel Geddes hatte die Rolle und spielte sie bis 1984, als sie die Serie verließ, um sich einer vierfachen Bypass-Operation am Herzen zu unterziehen. Zu dieser Zeit wurde sie durch Donna Reed ersetzt und die Fans waren nicht begeistert. Tatsächlich waren die Fans so von ihr enttäuscht, dass sie 6 Monate später, als Bel Geddes sich erholt hatte, zurück in die Serie gebeten wurde. Reed ging jedoch nicht kampflos unter. Sie versuchte, die Produktion zu verklagen und zu stoppen. Am Ende stimmte der Richter ihr nicht zu und die Serie wurde fortgesetzt. Bel Geddes spielte die Rolle der Miss Ewing für den Rest der Serie und erweckte die Figur in über 300 Episoden zum Leben. Als Suits 2011 startete, gab es positive, aber auch gemischte Kritiken für die Serie, die mit der Einführung von Mike Ross, einem Möchtegern-Anwalt ohne Abschluss, und Harvey Specter, dem angesagten Anwalt, der ihm als Mentor zur Seite steht, das müde Format des Rechtsdramas auf den Kopf stellte. Die Serie, die in Toronto gedreht wurde, war ein großer Erfolg für den Sender und wurde als die letzte der Blue Skies-Ära angesehen. Hey, are you ready for this? Yeah, I am. Das alles endete jedoch 2017, als Patrick J. Adams und Meghan Markle, die Mike Ross und seine geliebte Rachel Zane spielten, bekannt gaben, dass sie die Serie nach 7 Staffeln verlassen würden. Zu diesem Zeitpunkt verließ auch Gina Torres, ein weiterer Star der Originalserie, die Serie, sodass der Cast nur noch aus 3 Mitgliedern bestand. Infolgedessen holte die Serie Dulay Hill und Catherine Heigl hinzu, während Amanda Schall in Staffel 8 von einer wiederkehrenden Rolle zu einer festen Rolle aufstieg. Die neue Mischung der Charaktere kam jedoch nicht so gut an wie die Altbekannten und die Serie wurde in Staffel 9 endgültig eingestellt. Es scheint, als versuchten die Sender, den Primetime-Erfolg von Desperate Housewives wiederholen zu wollen, seit die Serie 2012 eingestellt wurde. ABC glaubte, mit der 2013 gestarteten Serie Mistresses nahe dran zu sein. Die Serie wurde von den Kritikern zwar nicht gerade gelobt, erhielt aber dennoch eine Verlängerung für die 2. Staffel, nachdem die 1. Staffel im Sommer sehr erfolgreich gelaufen war. Die Fans konnten sich auch im darauffolgenden Sommer an den hitzigen Szenen erfreuen, doch als die Serie für eine 3. Staffel verlängert wurde, gab ABC bekannt, dass die Produktion von Los Angeles nach Vancouver verlegt wird. Das war eine schlechte Nachricht für Star Alyssa Milano, die nicht so weit von ihrer Familie entfernt sein konnte. Milano stieg daraufhin aus und die Serie engagierte Jennifer Esposito, um diese Lücke mit ihrem Charakter Calista Rains zu füllen. Das funktionierte 1 Staffel lang und dann verließ auch Esposito die Serie, um andere Projekte zu verfolgen. Überraschenderweise wurde die Serie um 1 weitere Staffel verlängert. Aber ohne Milano schienen die Fans nicht mehr so begeistert zu sein und die Serie wurde schließlich nach einem sehr dramatischen Finale von Staffel 4 endgültig abgesetzt. Es ist wohl kein Geheimnis, dass Julie Benz nicht aus Dexter aussteigen wollte. Nachdem sie in der 4. Staffel der Serie getötet wurde, gab sie gegenüber Journalisten zu, dass sie, Zitat, flennte und sagte, es sei das Schlimmste, was ihr in ihrer Karriere je passiert sei. Es scheint so, als ob die Fans genauso empfunden haben. Während die Entscheidung rein kreativ war, kam dann der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. In Staffel 5, als Julia Stiles als Lumen Pierce gecastet wurde, die eine neue Geliebte für Dexter wurde, die Figur blieb die ganze Staffel über bestehen und stieg schließlich vor Staffel 6 aus. Für viele war das ein Wendepunkt, vor allem weil sie sahen, wie die Serie mit anderen Gaststars wie Colin Hanks und Yvonne Strahovski fortfuhr, um die Lücken zu füllen. Dann gingen die Autoren schließlich so weit, Dexter fast mit seiner Adoptivschwester Deb zu verkuppeln. Jetzt mit dem verspäteten Showtime-Revival hoffen die Fans, dass die Serie endlich ein viel befriedigerendes Serienfinale bietet. Die Chemie ist besonders wichtig, wenn man eine Familien-Sitcom besetzt. Daher waren die Fans ein wenig besorgt, als Julia Butters American Housewives als jüngstes Otto-Kind vor der Premiere der 5. Staffel verließ. Butters verlieh der Figur der Anna Cat Otto einen bemerkenswerten Charme, so sehr, dass Quentin Tarantino sie als seriöse Jungschauspielerin Trudy in Once Upon a Time in Hollywood besetzte, als er sie auf seinem Bildschirm sah. Dieser Auftritt wurde zum Wendepunkt für die junge Schauspielerin, denn es folgten jede Menge Angebote, für die sie die ABC-Serie verließ.
Im Gegenzug schnappte sich American Housewife Giselle Eisenberg frisch von ihrer vierstündigen Rolle in der CBS-Sitcom Life in Pieces. Obwohl Eisenberg unbestreitbar talentiert ist, war es für die Fans schwer, sich an die Veränderung nach der Rückkehr der Serie im Jahr 2020 zu gewöhnen. Yeah, kids change. Alle witzigen Meta-Witze der Welt werden die Zuschauer nicht davon überzeugen, weiterzuschauen. Das Finale von Staffel 5 war schließlich ein Serienfinale. ABC hat American Housewife 2021 abgesetzt. Es ist kein Geheimnis, dass sich die Kinder von Tim Allens Last Man Standing während der Laufzeit der Serie ziemlich drastisch verändert haben. Amanda Fuller kam in der zweiten Staffel als Christine Baxter zum Projekt und ersetzte Alexandra Crosney, die die Rolle ursprünglich spielte. Hinzu kommt die Tatsache, dass vier verschiedene Schauspieler die Rolle von Kristins Sohn Boyd gespielt haben, da die Figur über die Jahre gealtert ist. Aber es war Molly Ephraims Ausstieg aus der Serie nach der sechsten Staffel, der die Fans von Last Man Standing wirklich aus dem Konzept brachte. Als zweites Kind der Familie, Mandy, hatte Ephraim ihren eigenen Part, der sie zu einem festen Bestandteil der Serie machte. Aber als ABC Last Man Standing 2017 absetzte und Fox die Serie für eine siebte Staffel wieder aufnahm, ging Ephraim nicht mit. Sie hatte sich für neue Projekte verpflichtet und konnte nicht zurückkehren. Molly McCook wurde an ihrer Stelle gecastet und obwohl die Serie drei Staffeln lang auf Fox lief, bevor sie 2021 abgesetzt wurde, war der Charakter einfach nicht mehr derselbe. Dies ist eine Geschichte darüber, wie eine Besetzung von der Prinz von Bel-Air auf den Kopf gestellt wurde. Die Fans kennen den Streit hinter den Kulissen zwischen Will Smith und der ursprünglichen Tante Viv-Darstellerin Janet Hubert, die die Rolle für drei beachtliche Staffeln spielte, bevor sie sich weigerte, ihren Vertrag zu verlängern, was sie als einen schlechten Deal ansah. Daraufhin verließ sie die Serie und wurde durch Daphne Maxwell Reed ersetzt, eine Schauspielerin, die ursprünglich für die Rolle in Betracht gezogen wurde, sich aber weigerte, fortzusprechen, weil eine Fernsehserie mit einem jungen Rapper nicht nach ihrem Ding klang. There are a lot of sick, demented perverts out there. Greetings all. Obwohl der Prinz von Bel-Air noch drei weitere Staffeln mit der neuen Tante Viv weiterlief, war Huberts komödiantisches Timing nicht zu ersetzen. Später, als Smith die Gruppe für die Wiedervereinigung 2020 wieder zusammenbrachte, setzten er und Hubert sich zum ersten Mal zusammen, um die Dinge endlich auszubügeln. Das Ergebnis war, dass sich die beiden Tanten Vivs zum allerersten Mal trafen. Viele Fans fragten sich, was aus der Serie hätte werden können, wenn Hubert doch noch geblieben wäre. Als die sechste Staffel dieser Komödie 1969 startete, ließen sie die Zuschauer härter zucken als Samantha und ihre magische Nase, als der Emmy-nominierte Dick York als Darren Stevens plötzlich weg war. An seine Stelle trat Dick Sargent und die Spekulationen der Fans, was passiert war, liefen auf Hochtouren. Wie sich herausstellte, hatte sich York zuvor bei Dreharbeiten ziemlich schwer am Rücken verletzt und die Schmerzen führten ihn auf einen dunklen Pfad mit verschreibungspflichtigen Pillen. Schließlich wurde ihm klar, dass er die Show verlassen musste und seine Karriere erholte sich davon nie wirklich. Und Sargent? Er blieb in der Rolle bis zum Finale der Serie im Jahr 1972. Viele Fans waren der Meinung, dass die Serie nicht mehr dieselbe war und es ist erwähnenswert, dass Sargent zwar 2006 den Most Irreplaceable Replacement TV Land Award gewann, aber nie für einen Emmy Award nominiert wurde wie sein Vorgänger. Kennt ihr die Geschichte von den zwei Beckys? Als die erste Staffel von Roseanne im Jahr 1988 startete, war es die Schauspielerin Lissy Goranson, die die Rolle der Becky, dem ältesten Kind von Dan und Roseanne, verkörperte. Doch in der fünften Staffel hatte sich Goranson am College eingeschrieben und stand deshalb nur noch in Teilzeit für die Dreharbeiten zur Verfügung, meist für ein Telefongespräch. Im darauffolgenden Jahr wollten die Produzenten Becky in einer dauerhaften Rolle zurückhaben, also besetzten sie sie mit Sarah Chalk neu. Das war in Ordnung, doch es wurde schwierig, als Goranson in Staffel 8 kurz zurückkehrte, nachdem sie die Schule beendet hatte. Im darauffolgenden Jahr war Chalk wieder in der Rolle und die zwei Beckys wurden zu einer laufenden Angelegenheit, die einige Zuschauer frustrierte. Zu ihrer Erleichterung wurden beide Schauspieler für das Roseanne-Revival 2018 zurückgerufen, allerdings kehrte nur Goranson zurück, um Becky zu spielen. Die Produzenten engagierten Chalk, um stattdessen eine Figur namens Andrea zu spielen, die Becky mit einem cleveren Augenzwinkern darum bat, ihre Leihmutter zu sein. 5,5 Staffeln lang verfolgten die Fans von Nashville Connie Britton's Superstar-Charakter Raina James, wie sie Mutterschaft, Gesang und die Wiedervereinigung mit ihrer einzig wahren Liebe Deacon Claiborne unter einen Hut brachte. Aber das alles brach zusammen, als Britton die Fans schockierte und die Serie 2017 mit einer verheerenden Storyline verließ, die ihre Familie ganz alleine zurückließ. Es stellte sich heraus, dass Britton bereit für eine Veränderung war, aber es fiel ihr schwer, die Leute loszulassen, mit denen sie zusammenarbeitete.
als CMT Nashville für eine fünfte Staffel wiederbelebte, nachdem ABC die Serie 2016 abgesetzt hatte, beschloss Britton, dass es endlich an der Zeit war, weiterzuziehen. Nach dem Tod der fiktiven Sängerin gab es viele andere Charaktere, mit denen man mitfiebern konnte, und die Serie hätte letztendlich überleben können. Doch dann führten die Autoren Caitlin Doubleday als Jessie Kane ein, eine neue Geliebte von Deacon, und die treuen Fans waren definitiv nicht darüber erfreut. Die Serie nahm einen Sturzflug und Staffel 6 war schließlich dann auch die letzte. Während seiner 8 Staffeln hatte Dr. House immer wieder Charaktere ausgetauscht, um die Storyline zu verändern und die Serie aufzufrischen. Doch in Staffel 7 geriet die Besetzung wirklich außer Kontrolle. In diesem Jahr nahm Olivia Wilde eine Auszeit von ihrer Lieblingsrolle als 13, um Cowboys and Aliens zu drehen, während die ursprüngliche Darstellerin Liza Edelstein ihren Ausstieg als Dr. Liza Cuddy bekannt gab. In Anbetracht der Umbesetzung schien es den langjährigen Fans ziemlich klar zu sein, dass die Serie sich ihrem Ende näherte. Um der Serie neues Leben einzuhauchen, heuerten die Produzenten Odette Annable und Charlene Yee an, um die neuen Mitstreiter an der Seite von Amber Tamblyn zu spielen. Doch die Crew konnte der Originalbesetzung nie ganz das Wasser reichen, und als Staffel 8 im Gange war, gab Fox bekannt, dass es auch die letzte der Serie sein würde. Heute ist Beverly Hills 90210 auch als die berühmteste Postleitzahl des Fernsehens bekannt. Doch bevor die Serie diesen Status erlangte, musste die Originalbesetzung die Primetime-Fans mit ihren älteren Schauspielern und soapartigen Handlungssträngen für sich gewinnen. Jason Priestley und Shannon Doherty spielten die berühmten Walsh-Zwillinge Brandon und Brenda. Die Fans waren von Anfang an begeistert von der Chemie zwischen ihnen und den anderen Darstellern der Serie. Aber hinter den Kulissen sah es anders aus. Berichte über Konflikte zwischen Doherty und dem Rest des Casts, insbesondere Jenny Garth, tauchten auf, und 1994 wurde Doherty für immer aus der Serie gestrichen. In diesem Jahr wurde sie durch Tiffany Thiessen ersetzt, die ihre eigene Fanbase aus ihrer Zeit als Kelly in California High School hatte. Aber nicht alle Fans waren von der neuen Figur Valerie Malone, einer Familienfreundin der Walshes, angetan. Es war klar, dass Val Brenda ersetzen sollte, aber die California High School Fans waren sich nicht sicher, wie sie diese neue, erwachsene Version der Schauspielerin aufnehmen sollten. In der Zwischenzeit hatte die Figur ihre Stärken, aber sie war keine Brenda und der Ton der Serie änderte sich mit ihrer Besetzung. Sie blieb für den Rest der Serie dabei, aber bis heute könnt ihr jeden 90210-Fan fragen, mit welchem Charakter er sich am meisten identifizieren kann, und ihr werdet wahrscheinlich nicht viele Valerie-Fans finden. Schaut euch eines unserer neuesten Videos direkt hier an. Außerdem kommen bald noch mehr Looper-Videos über eure Lieblingsserien. Abonniert unseren YouTube-Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr kein einziges Video mehr verpasst.